Yo, moin Leute und herzlich willkommen zu diesem ernsteren Informationsvideo zu GTA Online. Denn in diesem Video geht es darum, Money Rape, Bannwelle bzw. Account Reset. Ja Leute, sowas gibt es leider tatsächlich und wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, gab es letztens eine große Bannwelle bzw. Money Rape Welle. In diesem Video erkläre ich euch, was das ist, warum das passiert und wie ihr euch davor schützen könnt. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich natürlich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen, auch wenn das Thema ein bisschen traurig und ernst ist, aber hey... Warum nicht? Auf jeden Fall, lass uns mal direkt anfangen. Als erstes natürlich, was ist ein Money Rape? Money Rape bedeutet in diesem Fall einfach, dass nach einem bestimmten Glitch die ganzen Spieler durchsiebt werden und geschaut wird, wer hat diesen bestimmten Money Glitch gemacht. Und früher war es immer so, zum Beispiel wenn ich einen Money Glitch gemacht habe, nachdem sie es suchen, dann wurde mir einfach das Geld weggenommen. Deswegen kam dieser Name Money Rape. Damals war es kein Problem, da wurde mir einfach das Geld weggenommen und gut ist. Aber mittlerweile hat Rockstar Games einfach keinen Bock mehr darauf. Warum keinen Bock mehr darauf? In diesem Fall haben sie natürlich manchen Leuten auch wieder einfach nur das Geld weggenommen, aber sie gehen jetzt auch mittlerweile danach, die Accounts einfach zu löschen. Einen kompletten Account Reset. Und ja Leute, das ist die Realität. Gaming for Pride ist es leider auch passiert. Er hat 6 Jahre lang GTA Online gespielt, er war Level 900, er hat wirklich alles wunderbar gemacht. Er hat natürlich ein paar Money Glitches gemacht, Outfit Glitches und so weiter und so fort, aber ist ja generell nicht schlimm. Er hat wirklich durchgehend GTA gespielt, er hat sein Level fair erspielt, Kontostand mehr oder weniger fair, aber ist generell auch egal. Er war ein treuer GTA Online-Spieler. Und jetzt ist der Account wirklich zu 100% gelöscht. Wie ihr auch gerade im Hintergrund seht, denn das ist nämlich tatsächlich die erste Aufnahme, wo er GTA reingeht. Er bekam nämlich irgendwann eine Meldung von Rockstar Games, dass er gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hat und dass sein Account einfach zurückgesetzt wurde. Ja. Scheiße eigentlich, ne? Aber warum wurde sein Account überhaupt zurückgesetzt? Warum gibt es Money Rapes? Money Rapes gibt es natürlich wegen Money Glitches. Wenn ihr jetzt fragt, so, hä? Money Glitches habe ich doch schon früher total oft gemacht. Mir ist noch nie was passiert. Ja, Leute, es gibt zwar Unterschiede bei Money Glitches. Was sind die Unterschiede? Hier wird entschieden, welche Effektivität diese Money Glitches haben. Das bedeutet, wenn es Money Glitches gibt, wo ihr wirklich viel Geld machen könnt, ist die Gefahr höher, dass ihr so einem Money Rape ausgesetzt seid. Aber Leute, wie erkennt ihr so einen Money Glitch? Naja, ihr müsst das mal so überlegen, wenn ihr mal ein, zwei Autos dupliziert, kein Problem. Wenn ihr mal eine 10er-Garage dupliziert, generell auch kein Problem. Wenn ihr einen kompletten Zweitcharakter, ich, voll dupliziert habt, ist das auch kein Problem. Denn ihr habt das Geld ja nicht. Ihr habt zwar die Fahrzeuge, aber Rockstar Games hat ja im Laufe der 6, 7 Jahre GTA Online natürlich gewisse Schutzmechanismen eingebaut, dass ihr nicht unendlich viele Fahrzeuge verkaufen könnt. Ne? Tägliches Sell-Limit gab es früher gar nicht. Mittlerweile gibt es es natürlich und ist deutlich verschärft worden. Aber Leute, es gibt natürlich solche Glitches wie der Jeton-Glitch und der Apartment-Glitch. Diese beiden Glitches sind anders gewesen. Was heißt hier anders? Ihr habt euch kein Auto dupliziert oder sonst irgendwas. Nein, ihr habt wirklich mit diesem Glitch Cash bekommen. Wirklich auf die Kralle. Und das auch nicht wenig. Der Jeton-Glitch konntet ihr wirklich in mega kurzer Zeit Milliarden erglitschen. Also wirklich, Leute, Milliarden. Und der Apartment-Glitch, okay, dabei ist nicht so krass, aber trotzdem, ihr hattet pro Minute oder pro 2 Minuten 2 Millionen Cash auf der Kralle. Das bedeutet, ihr hättet in einer Stunde locker 120 Millionen bis 150 Millionen machen können. Und Leute, das ist natürlich Rockstar ein Dornenauge. Warum juckt die das überhaupt? Naja, sie finanzieren sich ja durch diese Ingame-Käufe. Ne? Ihr kennt doch bestimmt den Begriff Sharkcards. Und diese Sharkcards verkaufen sie natürlich. Und ja, Leute, ich finde es auch ein bisschen überteuert. Ich meine, 80 Euro für 8 Millionen. Ich meine, was kann man heute für 8 Millionen leisten? Gar nichts. Aber es ist nebensächlich. Denn Rockstar Games verliert Geld durch Money Glitches. Und das auch nicht wenig. Vor allem durch den Jeton-Glitch. Und den Apartment-Glitch haben sie tatsächlich einnahmen eingebüßt. Höchstwahrscheinlich, wir können es natürlich nicht kontrollieren, aber man denkt schon. Da die Glitches einfach mega lukrativ und mega einfach und wirklich, es konnte ja jeder diesen Glitch ausüben. Und da ist natürlich Rockstar Games der Kragen geplatzt und hat gesagt, ey Leute, so kann es nicht weitergehen, das finden wir absolut nicht okay. Und ich meine, generell kann ich Rockstar Games auch verstehen, ich meine, die versuchen sich ja zu refinanzieren und was ich alles, okay, die haben genug Geld, aber es ist nebensächlich, ne? Das ist ihr Geschäft und Money Glitches machen natürlich ihr Geschäft kaputt. Und deswegen gibt es diese Money Rapes bzw. auch kompletten Account Reset, um den Leuten zu sagen, ey Leute, nein, das ist falsch. Das dürft ihr nicht. Und deswegen Leute, überlegt immer zweimal, ob ihr einen YouTuber, zum Beispiel einen Glitch-YouTuber, vertrauen könnt, weil er euch einen neuen Money-Glitch zeigt. Hinterfragt das ein bisschen kritisch, weil zum Beispiel diesen Apartment-Glitch haben tatsächlich sehr, sehr viele hochgeladen und den Jetons-Glitch natürlich auch. Habe ich zum Beispiel gar nicht hochgeladen, weil ich mir das schon gedacht habe. Vor allem bei Jetons-Glitch warst du eigentlich absolut klar, dass dieser Glitch zu krass ist. Ne? Deswegen habe ich ihn auch erst gar nicht hochgeladen und Apartment-Glitch fand ich auch zu heftig. Denn Leute, wenn ihr wirklich einen Glitch habt, wo direkt Geld
auf das Bankkonto bekommt, nicht, dass ihr irgendwas verkaufen müsst oder sowas, direkt aufs Bankkonto, sind diese Glitches sehr gefährlich. Denn das ist Rockstar Games immer ein Dorn im Auge, weil da ihr Schutzmechanismus ja gar nicht mal eingreift, ne, dieses tägliche Sell-Limit und so ein Driss. Deswegen müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Deswegen, wenn ihr jetzt wieder in Zukunft einen Money-Glitch machen wollt, am besten nur Duplication-Glitches, Giftcast to Friends oder sonst irgendwelche kleine AFK-Jobs, aber keine Jobs oder keine Glitches, wo ihr wirklich Millionen in kürzester Zeit erglitschen könnt, wenn nicht gar sogar Milliarden. Deswegen achtet darauf, Leute, dass ihr sowas nicht mehr macht, denn sonst wird euer Account resettet, so wie bei Gaming for Pride, wie ihr hier im Hintergrund leider seht. Also um das Ganze nochmal ein bisschen zusammenzufassen, welche Money-Glitches dürft ihr jetzt machen? Ihr dürft die Duplication-Glitches machen, ihr dürft die Giftcards to Friends machen, ihr dürft auch kleinere AP-Glitches, das dürft ihr sowieso gar nicht machen, ihr dürft Outfits-Glitches natürlich machen, ihr dürft generell eigentlich jeden Glitch machen, solange ihr nicht Milliarden scheffeln könnt und das mega leicht. Das bedeutet, wenn ihr ein Auto dupliziert, absolut kein Problem, denn ihr habt das Geld ja nicht auf dem Bankkonto. Und was, worauf ihr auch noch persönlich achten solltet, Leute, ein God-Mode-Glitch. God-Mode-Glitches finden Rockstar Games auch nicht so cool, denn damit zerstört ja die Spielfreude anderer Spieler. Deswegen seid ihr auch auf der Hut, da gab es nämlich früher auch schon Bannwellen. Aber das war schon von diesem kleinen Informationsvideo. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer geworden in Form von Money-Glitches, was ihr machen dürft, was ihr nicht machen dürft. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Gebt mir noch ein Like nach oben. Wenn ihr mich überhaupt gar nicht kennt, könnt ihr mich natürlich auch schon kostenlos abonnieren. Aber ich bin mal raus, Leute. Macht's gut. Euer Bombard. Ciao.